Meister werden. Ja, und er trägt seinen Teil dazu bei. Schafazik beginnt das Schlussviertel direkt mit einem Dreier und bringt hier mal kurz das Publikum zum Schweigen, aber nur für eine Sekunde, dann ist er da. Schafazik, oh, das waren stabile 7 Meter, aber ganz stabile 7 Meter. Das zeichnet Heiko Schafazik aus, diese Situation. Also beide Male schon in diesem Spiel schon in der ersten Halbzeit, als Hammondson Dreier geworfen hat. Diese eiskalte Antwort im Endeffekt, auch mit dem Dreier. Also so, wir lassen euch einfach nicht rankommen. Wenn ihr drei macht, machen wir auch drei. Also das tut schon weh auch als Mannschaft. Also gerade diese aufkeimende Hoffnung, so, wir verkürzen langsam und sofort im Keim erstickt. Und bei Berlin muss sich jetzt beweisen, ob sie noch genügend drauf haben. Schafazik, ist es tatsächlich die Geschichte? Soll es wirklich die Geschichte von Heiko Schafazik sein? Den Berliner, der hier die Meisterschaft nach München holt. Ja, Riesenlauf jetzt von Heiko. Also, der will jetzt einfach. Also das merkt man, er will jetzt seine Mannschaft hier tragen im letzten Viertel. Vielleicht wird das ja für ihn heute die erste Meisterschaft. Heiko Schafazik als 13-Jähriger hat Leukämie erkrankt. Die Ärzte haben gesagt, 80% Überlebenschance, Junge. Halt durch. Dann, als er geheilt war, kurz danach hat er gesagt, jetzt werde ich wieder Basketball spielen und Basketball soll mein Leben sein. Benzing von draußen. Und das müsste es gewesen sein. Jetzt kommt noch Desmond. Demond Green. Schafazik geht, verbeugt sich. Den Triumph nimmt er sich noch hier, kurz seinen Berliner Fans zu zeigen, wo sie ihn gerne haben können. Ich freue mich für den Kerl, weil er ist ein Aushängeschild des deutschen Basketballs. Seit Jahren reißt er sich den Allerwertesten auch auf in der Nationalmannschaft. Und er ist eine echte Type. Also, das ist genau die Geschichte, die ich hier in den Finals haben möchte. Spieler wie Jagler, wie Schulze, wie Schafazik, die Deutschen, die seit Jahren kämpfen im deutschen Basketball, die hätte ich gerne aufs Schild gehoben und nicht irgendwelche Trainer-Schiedsrichter-Diskussionen. Ja, und er hat die Bayern ab dem dritten Viertel, Ende dritten Viertel und vor allem Beginn viertes Viertel, hat er sie geführt, Schafazik. Somit hat also auch dieses vierte Finale seine Geschichte. Ein gebürtiger Berliner führt die Bayern zur ersten Meisterschaft der Neuzeit. Ich will gewinnen, ich will Meister werden und hat geklappt. Die BeKo Basketball Bundesliga. Spürst du das Dribbeln?